Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Maya-Kalender am 19. März 2019. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet. Sie haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Sie haben die kosmischen Einflüsse auch beobachtet. Und sie haben damals ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition. Aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das möchte ich auch in der Zukunft betonen, verkünden und auch dafür einsetzen, weil das ist so wichtig, weil mit diesem Kalender sind wir im Einklang mit der Natur, in Harmonie, im kosmischen Einflüsse. Im Maya-Kalender gibt es Wellen. Diese Wellen sind Frequenzen oder Schwingungen. Wir befinden uns gerade in achten Welle und das dauert bis 24. März 2019. Eine Welle dauert 13 Tage lang und die Zahl 13 ist die heilige Zahl der Mayas. Und diese 13 Tage, also eine Welle, was 13 Tage lang dauert, das ist so ähnlich wie in unserem Kalender die 7 Tage Wochen. In dieser Zeit ist für uns wichtig Sicherheit, Stabilität, wichtig um die Finanzen kümmern, nachdenklich sein, wo liegt unsere Berufung. Aber nicht nur in Finanzen und in beruflichen Situationen brauchen wir diese Sicherheit, sondern auch in die Liebe Partnerschaft. In dieser Welle ist für uns wichtig, unseren Entwicklungswege bestimmen. Verbindung haben wir zurzeit zu unserem Lebensweg. Und jetzt haben wir die Erkenntnis oder wir stellen gerade die Fragen, wo ist meine Bestimmung? Was kann ich umsetzen? Was ist meine Lebensaufgabe? Wo ist mein Platz im Leben? Wie geht es weiter? Wir werden gerade unserem jetzigen momentanen Lebensumstände genau anschauen und dann fragen wir, wie geht jetzt weiter? Und in dieser Zeit werden wir die Hindernisse aus dem Weg räumen und das bedeutet Heilung, bedeutet auch Glück, bedeutet auch Aufstieg. Wir befinden uns gerade im achten Tag, den achten Welle und diese Zeichnen zeigt die Zahl 8, so haben die Mayas das gezeichnet. Das ist die Zahl 8 und das bedeutet nach Höhen und Tiefen, nach ein Hin und Her sollen wir die Kraft verspüren, etwas in Harmonie bringen, etwas zum Ausgleich bringen und das manifestieren. Die Kraftfeld, die kosmische oder planetarische Energie verkörpert heute Kauak und bedeutet übersetzt Regensturm. Und das wirkt in unserem heutigen Tag blitzartige Veränderung, Überraschung,
ein blitzartiger Einfluss auf unseren heutigen Tag, etwas, womit wir gar nicht rechnen. Aber das bedeutet eine Erneuerung und diese Kraft sollen wir uns verspüren und das bedeutet für uns etwas ausdehnen. Das bedeutet auch Wachstum. Und wir sollen heute das Verinnerlichen in mir ruhend vertraue diesen blitzartigen Einfluss, diese blitzartige Veränderung. Zu diesem Symbol Kauak, was Regen, Sturm bedeutet, übersetzt, steht als Krafttier die Schildkröte und als Halbedelstein die violette Fluorit. Steht in unserem Körper mit unserem Herz, Kreislauf und Nervensystem in Verbindung. Wir haben heute auch die Mondenergie, die Mondkraft und das zeigt Chikchan. Chikchan bedeutet übersetzt rote Schlange und das ist die Kundalini-Energie oder die Vitalität, die Sexualenergie und das gibt uns die Kraft, die Mut, die Lebensenergie, etwas zu verändern, was gerade so blitzartig kommt und hilft uns bei diesem Wandlung, Veränderung, Entwicklung. Chikchan bedeutet auch die göttlichen Feuer. Und mit diesem göttlichen Feuer, mit dieser Erneuerung, mit diesen blitzartigen Ideen oder Entscheidungen, aber kann auch Einflüsse sein von außen, was uns heute überrascht, kommen wir zum Einwechsel in einen anderen Ebenen. Und das war die heutige Botschaft aus dem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.